Hallo? Hallo, Hans Jessen hier, wer spricht? Hans, hier ist Thilo. Thilo, was gibt's? Du, ich bekomme hier seit Monaten Feedback von unseren Zuschauern. Die Schön. wollen endlich die Hans-Jessen-Show sehen und seit Monaten gibt es davon nichts. Wo bleibt die Hans-Jessen-Show? Thilo, du weißt doch, dass wir vorhaben, ab nächsten Dienstag, das ist jetzt unter uns, da hört keiner zu, richtig? Nee, es hört niemand zu. Okay, gut. Also du weißt, dass wir vorhaben, ab nächsten Dienstag und dann jeden Dienstag von 19 bis 20 Uhr mit mir, mit Hans Jessen, unter dem Titel Hans Jessen Show, den du mir aufgedrückt hast, eine Politik-Sprechstunde zu machen für Menschen, die gerne mit mir über Politik reden wollen. Ab nächst, Wow. ja, ab Dienstag, 2 Tage, na, ist ein verspätetes Nikolausgeschenk, wenn man so will. Aha. Und worum soll es da gehen? Also. Ja, um Politik. Das kam ja daher, dass immer mal wieder Menschen, also bei unseren Live-Veranstaltungen, als die es noch gab, kamen dann hinterher oder währenddessen Leute auf mich zu und sagen, können wir mal da und da drüber reden? Und habe ich gesagt, ja, warum denn nicht? Und also wer mit mir über Politik reden will, das kann allgemein sein, vor allem aber, wenn Menschen sagen, ach, das nervt mich, das nervt mich, das verstehe ich nicht. Vielleicht auch jemand, der sagt, ich habe mich in dieses Stahlbad der Politik reinbegeben. Jetzt frustriert es mich noch, nur noch, was ist da los? Also über all diese Themen rede ich gerne mit Menschen, die darüber mit mir reden wollen. Wow, ist das denn so ein bisschen wie Domian, nur für Politik? Nein, natürlich nicht wie Domian. Beziehungsweise Domian ist ja nur der Erbe eines wunderbaren Call-in-Formats, das es beim NDR mal gegeben hat in den 60er Jahren. 441777, was wollen Sie wissen? Darauf beziehe ich mich ein bisschen. Das gehört zu meinen Kindheitserinnerungen, das fand ich immer toll. Also Überraschungsanrufe, da sitzt jemand im Studio, weiß nicht, wer da anrufen wird, weiß nicht so ganz genau, was das Thema im engeren Sinne ist und dann spricht man eben einfach. Die einen sprechen, die anderen hören zu. Ich dachte, wir machen hier irgendwas Innovatives. Ja. Aber sag mal hier, Call-in, wie kann ich mich denn als Zuschauer, Zuschauerin bewerben? Also gibt es da eine Telefonnummer? Ja, gibt es. Die werden wir natürlich auch noch, wenn es denn dann irgendwie öffentlich mal wird, das ist ja alles jetzt noch geheim unter uns. Die Nummer ist 0152 590 137 00 und unter der Nummer kann man Textnachrichten senden, also bis zu 5 Zeilen, WhatsApp und Telegram oder auch 20 Sekunden Sprachnachrichten schicken. Da kann man dann sagen, wer man ist, worüber man sprechen will, kurzes Stichwort oder kurzen Stichsatz und dann rufen wir während dieser Stunde Menschen zurück. Und vielleicht kommen wir dann irgendwann auch dahin, dass Menschen spontan anrufen können. Und dann bin ich völlig ahnungslos, wer da ist. Mal gucken. Das heißt, ich kann mich per WhatsApp bewerben, indem ich eine maximal 20-sekündige Audionachricht schicke oder 5 Zeilen Ja, Text. ganz genau. Und für Menschen, die jetzt weder WhatsApp noch Telegram haben, sondern die gute alte Mail benutzen wollen, da haben wir eine Mailadresse eingerichtet. Hans Jessen Show in einem Wort, @jungundnaiv in einem Wort.de. Da kann man auch eine kurze Mail hinschicken, worüber ihr sprechen wollt, wer ihr seid. Denn es ist natürlich klar, also es wird nicht so sein, dass irgendjemand von irgendwoher anonym mit unterdrückter Nummer da reinrufen kann und irgendwelchen Scheiß erzählen. So weit geht die Liberalität dann noch nicht. Also wir wollen Ja, schon immer gerne, ja. aber wenn ich jetzt einen Brief schreiben will, Ja. da diskriminierst du mich dann. Nö, überhaupt nicht. Ich diskriminiere niemanden. Wenn jemand in den Brief schreibt, wer er oder sie ist, dann kann man das auch alles gerne aufgreifen. Na gut, dann freue ich mich. Dienstag Ja. 19 Uhr ist das, ja? Dienstag 19 Uhr, aber wie gesagt, Thilo, das war ja alles unter uns Ja, ja, ja. noch nicht verraten. Ich Okay? erzähl jetzt auch keinem, dass man sich ab sofort per WhatsApp oder Telegram melden kann. Nö. Oder per Kann, E-Mail. Das kannst, ja. erzähle ich niemandem, okay? Nee, kannst ja nicht. Das ist ja jetzt geheim noch Ja, immer unter genau. uns. Okay. Also dann, schönen Nikolaus. Bis dann, mach's gut. Tschüss. Bis Dienstag, ciao.